Hi, willkommen zu Spiel mal wieder Brettspieltests. Heute mein erstes Unboxing-Video. Ich lege einfach mal los. Game of Thrones, Hand des Königs ist das Spiel. Ist heute per Post bei mir angekommen. Eigentlich wollte ich es mir gar nicht holen. Ich habe erfahren, dass es nur zu zweit so richtig gut sein soll. Drei und vier Spieler nicht so sehr. Eigentlich wollte ich es in den Mittagspausen spielen, wo wir meistens schon so vier Leute sind. Aber ja, dann hatte ich halt einen Gutschein und dann war da noch genau ein Exemplar. Ja, und dann habe ich es mir mal gegönnt. So, Folie ist ab. Also Game of Thrones, glaube ich, brauche ich nicht groß was zu sagen. Kommt man heute kaum noch dran vorbei. Das hier ist so ein bisschen der Comic-Stil gemacht, also nicht so fotorealistisch wie die Serie selbst. Hier finden wir in einer kleinen Zip-Tüte kleine Charakterkarten. Hodor. Hier haben wir etwas größere quadratische Karten. Gucken wir uns mal ein paar genauer an. Ascha Graufreud. Ah ja, das sind die Familien. Genau, hier sind die Graufreuds, die Baratheons. Sehr gelb hier alles. Die Starks natürlich. Da haben wir die einzelnen Familien. Gruselig. Die Targaryen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Schön, schön. Rückseiten, okay. Was haben wir noch? Natürlich eine Anleitung. Oh, ziemlich gefaltet, sieht noch viel aus. Da muss ich einiges lesen. Oder vielleicht gibt es ja schon ein paar gute Videos dazu. Vielleicht mache ich auch selbst noch eins. Wenn ich eine Rezension dazu mache. Okay. Und was haben wir da unten noch? Noch eine Zip-Tüte mit Markern. Boah, ganz schön eng. So, ja. Pöppeln war doch direkt aus. Das sind dann wohl hier für die einzelnen Familien die Marker. Und hier unten haben wir vier Krähen. Überraschung, sie haben drei Augen. Ja, ich will ja nichts spoilern, falls du die Serie nicht kennst. Okay, das war's. Das Unboxing zu Game of Thrones, Hand des Königs. Vom Heidelberger Spielverlag, 2 bis 4 Spieler, brandneues Spiel von Bruno Capalla. Bis bald. Ciao.